Weil ich bin echt überzeugt und ich dachte so, der Chat bestimmt auch. Mal ein bisschen Lob für dich. Oh, Alter, hier als erstes eine 12. Den Jakob kenne ich. Das ist ein Google-Kumpel von mir. Hi, Jakob. Ja, 20, 10, 17, yo, 10. Nett übertreiben hier, ey, Leute. Ich gehe komplett mit. Alter, ja. Okay, sorry. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, 0 bis 10 ist die Skala. Ich habe gelernt. I know. Ach so, ich habe 1 bis 10 gesagt. Es tut mir leid. Ich durfte eben nicht 0 bis 7 sagen. Jetzt darf ich nicht. Ja, du musst, das Witzige ist, wenn du immer irgendeine verrückte 10, Skala 10. machst, also von 12 bis 217 oder sowas, und dann müssen die Leute ein bisschen rechnen. Ich kriege jedes Mal auf den Deckel hier. Ja. Also, geil. Aber wir haben doch nur schlaue Zuschauer. Die kriegen es doch hin. Ja, ja. Also, mir hat es auf jeden Fall mega viel Bock gemacht. Ich wünsche euch noch sehr viel Spaß mit den Finalspielen. Und ich hoffe, ihr bleibt dem Beachhandball treu. Und so. Schaut vielleicht, wenn wir EM spielen, schaut, findet ihr, alles googeln. Willst du eigentlich deinen Insta-Account auch noch rausgeben? Einfach Niklas Haupt, so wie man spricht. Also ohne Punkt, ohne alles. Gerne. Schafft ihr, bist du öffentlich? Ich bin öffentlich. Sehr gut, ich werde kritisiert. Ja, ich arbeite dran, ich hatte noch keine Zeit. Um dich öffentlich zu machen. Ja, voll. Muss vorher aussortieren, oder was? Ja, auf jeden Fall. Dann mach das mal. Oh mein Gott. Alles klar. Vielen Dank, Leute. Ciao. Mach's gut. Ja, genießen wir kurz hier den Song der Kaipis zum letzten Mal. Es ist ein guter Tag, Freunde. Ich freue mich. Es hört sich an wie auf dem Schulhof. Ja, aber ey, auf einem Elite-Schulhof. So, auf so einem richtig coolen. Das macht unfassbar Spaß. Was ist denn hier passiert? Ey, ich bin ein bisschen Niklas-Fan geworden. Also du bist ein bisschen Niklas-Fan geworden? Ja, ein bisschen geworden. Sehr Niklas-Fan geworden. Weißt du, was jetzt passiert? Erstmal, moin Chat. Das wissen wir schon. Ja, entschuldige, dass ich ein bisschen verspätet bin. Aus Gründen. Ach so. Ja, doch. Nee. Ja? So, wenn dann. Und was wir jetzt erleben werden, ist natürlich, wir sind im Finale, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele der deutschen Meisterschaft. Ausrastezeichen. Das heißt, der Alex Gera wird jetzt die Teams vorstellen, danach gibt es eine Nationalhymne. Soll ich irgendwo im und dann geht's los. In der Kamera und deshalb sind wir jetzt einfach mal ruhig. So, zum Finale halten sich bitte bereit die beiden Mannschaften und die Schiedsrichter, und wir laufen jetzt ein. Wer kommt zuerst? Als erstes kommen die Minga Turtles. Und der zweite Finalist sind die Kai Piranhas aus Erlangen. Bitte erheben Sie sich für die deutsche Nationalhymne. Sagen, wo war meine Erziehung? Man nimmt doch die Mütze ab. Ey,
ich habe immer noch eine lange Hose an. mir ist eigentlich echt gut warm und ich hatte gerade so Gänsehaut, weil es so geil war. Oh mein Gott. Seid ihr schon auf die Kollegen da oben eingegangen? Natürlich, wir sind ausgerastet. Auch bei Lutz, habt ihr das gesehen? Sind wir komplett quasi sprachlos geworden. Lutz Giesemann, Maschine. Und Kai hat ganz überragend mitten ins Interview getroffen, sodass wir es schon auf die Ohren bekommen haben und es komplette Überforderung war. Aber wir haben uns auch bei Kai bedankt, war ein guter Zeitpunkt. Auf jeden. Ey, Leute, ich glaub's nicht. Das Finale der deutschen Beachhandball-Meisterschaften. Die Minga Turtles gegen die Kai Piranhas mit einlaufen, Nationalhymne, allem drum und dran. Es fühlt sich richtig, richtig gut an hier. Das ist so, und ey, wenn du dich an gestern Abend noch erinnerst, ja, ihr habt mich alle so ein bisschen beschmunzelt, als ich sagte, oh, die Kaipis gehen nochmal durch, die machen es nochmal. Ja, stehen sie hier. Sind die Mingas. Ey, dann sind wir auf jeden Fall geteilter Meinung, so muss das sein. Ja, easy, okay. Ja, finde ich gut. Kanalwette, Freunde, haut offen. Mal rein. Ist auch wieder offen. Genau. Ja, wir haben die letzten beiden Spiele hier. Gönnt euren Shops jetzt nochmal richtig was. Ist so. Buttert da nochmal rein. Ihr habt nochmal die Chance zu verdoppeln, zu verdreifachen, vervierfachen. Alles geht. Aber jetzt gehen wir aufs Finale. Jetzt sind wir im Finale und haben den ersten richtig schönen Camper mega hoch. Das ist eigentlich, ja. Ja, da war Bina aber auch im Tor. Ein bisschen im Fangirl-Modus gerade. Ja. Tut mir leid, du musst mich wieder auf den Boden holen, wenn es zu krass wird. Ist gar kein Problem. Aber auch gerade gesehen, Bina auch wieder in der richtigen Ecke. Ja, ist auch direkt mit durchgelaufen, ohne Wechsel. Habe ich die Kalb, ja, vielleicht. Und die Mingas nochmal schnell umgeschalten. So, schön. Und da sind die ersten zwei, nee, die ersten vier Punkte sogar schon. Habe ich zwei verpennt. Ist der Wahnsinn. Ja, wir waren noch. Wir müssen einfach mehr Bier trinken. Ja, das immer, ist immer die Lösung. So sieht wir haben jetzt auch schon wieder diese überragenden Kameraeinstellungen. An dieser Stelle nochmal danke auch hier ans Court-Personal, die immer wieder so hervorragend abziehen. Jetzt auch im Finale, glaube ich, hier nochmal in erhöhter Frequenz. An unsere Kamerateam, die Regie und alle Menschen drumherum, die das hier gerade so möglich machen. Richtig cool. Auf jeden Fall. Aber zu einer Danksagung, zu einer großen kommen wir nachher auch noch. Was? Zu einer großen Danksagung ja, sehr kommen cool, wir nachher aber auch. Auf jeden Fall. Ja, oh, und da haben wir die ersten zwei Punkte. Konnte nicht wieder nur auf die Regie gehen. Alles gut. Oh, und Biene hält in den Tor. Schön. Jetzt habe ich meinen Fan-Moment. Vorne getroffen, hinten gesichert. Kannst du machen, ne? Und am Ende kackt die Ente. Ja, ja. Das mit den Phrasen kann ich nicht so, haben wir ja eben schon gelernt. Einmal richtig sprachlos gewesen. Ja, sagt ihr seid, das war das beide, ne? Ja, das war auf jeden Fall. Jetzt aber richtig guter Wurf oben im Winkel, quasi unhaltbar. Und vor allen über den Block drüber. Und vor allen Dingen hast du gesehen, schön noch von unten nach oben. Das war noch nicht mal die gleiche Höhe, sondern ei. Ja. Da kommt Biene direkt mit dem Anschluss. Jetzt sagst du mal. Oha, Erdmännchen Dame. Haut nochmal einen 80er raus. Junge, danke dir, herzlichen Dank. Ist auf jeden Fall gut angelegte 80 Euro, die weiter in das Projekt hier natürlich reingesteckt werden, um natürlich bessere Qualität und noch mehr Events erbieten zu können. Der war ein richtig schöner No-Look-Pass. Niklas hat es eben richtig gut erklärt, warum das gemacht wird, wie das gemacht wird. Hier haben wir es nochmal von den Damen gesehen. Oh ja, schön zusammengeschoben. Oh, ja, jetzt könnte der Schiedsrichter schon fast den Arm heben. Ja, da hebt er ihn. Ganz, jetzt, ganz jetzt stark. Es muss. Und jetzt muss die Shooterin. Ja, da hat sie zu lange Wahnsinn, gebraucht. Wahnsinn, richtig gut gemacht. Gebraucht. Und sie schalten wieder schnell um. Auf jeden Fall werden dann trotzdem gebremst. So, da hat sich auf jeden Fall... Die Turtles-Abwehr ist ehrlicherweise die ganze Zeit schon voll irgendwie im... Jetzt haben wir natürlich hier auch bei den Turtles eine Deutschlandreise, ne, mit Lotta Boch. Ja, mit dem, was? Als Spezialistin. Ja, oben von der dänischen Grenze. Ist es so? Ja, ist dann glaube ich in den Süden gewechselt und jetzt auch im Beach anzutreffen. Cool. Also auch in der Halle dann gewechselt, umgezogen und ja, so? Ja, genau. Okay, von Nordharesley cool. Damals bin ich da. Ja, nee, ich sag nicht, wo eventuell hin, weil da lege ich mich. Okay. Da setze ich mich wahrscheinlich in irgendein Nest rein. Chat, vielleicht wisst ihr das ja natürlich besser als ich. Ich dachte schon, weil irgendwo dänische Grenze wohnen und mit den Mädels spielen, nee. Vieles möglich, aber das wird irgendwann echt anstrengend. So haben wir schön rüber. 8-4 für die Mingas, 10-4 für die Mingas. Guter Start. Ich wollte gerade sagen. Kleiner Blitzstart. Anfangsphase gehört auf jeden Fall den Turtles. Genau, auf jeden Fall. Wir haben jetzt aber auch schon hier 3,5 Minuten gespielt. Aber ich sag's immer gerne nochmal. Schöner Pass hintenrum. Ganz sauber. Haben wir die Schwester von Biene.
ernsthaft? Ja. Wie ich erfahren habe. Ich dachte, dass sie Babys, als Babysitterin hier ist und nicht als Spielerin. Nein. Das ist die komplette Family. Mama habe ich vorhin auch schon gesehen. War ja, gestern auch schon. Okay, da brauchen wir dann wirklich ein bisschen Betreuung. Oh, das ist. Aber das waren ein paar Hasensprünge. Aber richtig stark gescheitert, dass sie da einfach durchkam. Der Chat sagt, Lotta ist nach Göppingen. Göppingen. Dann hätte ich es doch sagen sollen. Ich sag gar nichts. Dann hätte ich es doch sagen sollen. Dann wäre ich doch richtig gewesen. Okay. Ja, jetzt damit, kurz weggerutscht. Oh, fast technischer. Aber dadurch. Lücke, Kreis, Ableiter. Eben bei dem hinterm Rücken, dem Pass am Kreis. Ja. Da Respekt, dass da die Linie gemieden wurde. Aber du merkst schon eindeutig, dass das hier. Oh, die holen nochmal die letzten Körner jetzt gerade raus. Die laufen alle auf Reserve schon. Klar. Ja, die sind seit Freitag hier. Es ist heute. Ab Mittag war eigentlich Regen angesagt. Ehrlich? Ja, die Sonne knallt hier aber noch rein. Ja, Lucy-Marie Kretschmer hat es eben ganz gut gesagt, glaube ich. Ja, schön geholt. So im Finale ist es dann irgendwie auch alles ein bisschen egal. So, da holt jeder den allerletzten Korn noch raus. Ich wollte gerade sagen, sie lief auch auf der allerletzten Rille gerade eben. Ne? Ja, die war gut platt. Guck mal, jetzt gerade sehen wir sie da auch immer mit dem langen Weg ganz außen zur Linie. Und ich meine, die macht auch einfach Meter in der Abwehr. Ja. Pumpt jetzt schon ordentlich. Musste gerade, glaube ich, mich auch schon mal Luft holen. Ist auch in Ordnung. Ich meine, es ist ja auch richtig anstrengend hier. Ey. Bei einem Sand zu laufen sowieso schon mal. Dann die ganzen Sprünge noch. Und wieder schnell umgeschaltet. Ja. Genau, wir sind im Finale. Der Damen offensichtlich. Yes, und hier wird nicht weniger gekürt als der deutsche Meister. Punkt. Und das hier auf Chance 4. Außerdem vorletztes Spiel heute. Dann ist der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Ja, aber bis dahin. Bis dann haben wir noch ein paar gute Minuten. Ah, gut gemacht. Dann noch mal kurz rein. Oh, wieder. 16 Punkte, die Turtles. Das ist schon auch ganz schön viel. Ja. Momentan Favoritenrolle gerecht. Ne? Also ich habe gerade eben noch mal hinten im Zelt auch mit so einem, mit einigen DAB-Verantwortlichen gesprochen. Die sehen das genauso. Das ist, ja. Und das wie nicht, dass ich mich freue. Stark, Einsatz. Das war. Ja. Speedy Gonzales im Sand. Mindestens. Kurz die Rakete gezündet. Das ist ja auch so eine Frage, wenn wir jetzt nicht im Finale wären, würde ich auch gerne mal fragen, wer noch Speedy Gonzales kennt. Die schnellste Maus von Mexiko. Do it. Nein. Doch. Wir sind hier im Finale. 15 Sekunden. Wir legen hier jetzt erstmal Wert drauf. Die Sonne kommt auch wieder durch, dass wir Augen kneifen müssen. Gut. Und vorbei. Die Latte gönnt nicht. Und so manche coolen heute auch nicht, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Nee. Ja, wäre schön über manche Sachen über einen Torhüter hinweggelegt. Aber da hat die Kuhle nicht gegönnt. Der Ball kam einfach zurück. Ja, und natürlich das Kämpfer-Anspiel. Aber die spielen das auch wirklich einfach gut. Arkadien in Düsseldorf sind wir hier gerade. Und Auszeit. Puh. Ja. Krieg schon direkt. Genau, musste auch nehmen, weil jetzt muss was passieren. Gut, hören wir mal bei den Turtles rein. Ja, das heißt, ich werde immer in die einzige. Ah, wenn die Buch, ich weiß nicht. Ja, mach weiter. Pässe, weil weiter. Die ist geil. Vor dem Angriff weiter die erste Chance. Die sind noch nicht mal eingewechselt. Nee. Und wenn, dann kommst du einen Schritt entgegen, sodass ich quasi den nur durchstecken kann. Macht es weiter, da ihr zu zweit aus. Also, hey Mädels, wir machen das jetzt noch genauso weiter, wie viel es noch zu spielen. Gehen weiter. 2, 3 Minuten noch. 3 Minuten. Nehmen wir sofort. Wenn wir irgendwann merken, es geht vorne nicht mehr, können wir einer machen. Einer. Erstmal ruhig und einer. Okay? Wir haben auch noch eine Auszeit. Ja, aber sicher jetzt. Erstmal in Ruhe. Komm, auf wieder. Ich muss sagen, Auszeit 3 Minuten noch zu spielen, 20:10. Ich hatte ja vorhin das Glück, dass ich mir euer erstes Spiel anhören konnte. Ehrlich? Ja. Und wie hast du das gemacht? Ich weiß auch nicht, warum sie sich beim Mikrofon entschuldigen, wenn sie einfach mal ganz offen und ehrlich sagen. Ja, voll, Alter, ich fand's auch richtig schön. Ja, da muss man auch voll einfach entspannt. Mal ehrlich sein. Ja, vor allem, also es war ja jetzt alles komplett im Rahmen, so das war ja. Bald können wir auch schon wieder eine Sonnenbrille aufsetzen. Hast du einen Zettel von den Caipiranhas? Ich bin zettelfrei momentan. Zettelfrei. Ja, ich genieße das hier gerade. Yay, danke sehr. Und da sind wir schon beim 20:12, 3 Minuten noch. Sehr gerne. Sehr gerne, Jürgen. Weil ich habe hier Lena 17. So, da. Lena. Lotta Entscheidung getroffen über die rechte Seite. Ei, 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 ei.
Also so langsam lässt sich da so ein kleines Muster erkennen. Der Chat erwartet einen Halbzeit-Tornado von dir. Ach so, und übrigens, Twitch Prime ist immer noch kostenlos. Ausrufezeichen Prime in den Chat. Möchte ich einfach genauso unterschreiben. Möchtest du das unterschreiben? Ja, möchte ich. Ziehst du dann nach? Nein, ich kann das nicht. Also, ja. Ich wollte das, glaube ich, gestern Abend schon sehen, da wurde mir das schon verweigert. Wie sollte ich da jemals lernen? Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es ja noch nie gemacht. Das heißt, das wäre mein allererster Versuch. Okay, vielleicht musst du erst üben gehen. Nee. Echt nicht? Okay, meinst du, das ist ein natürliches Talent? Entweder es klappt von vornherein, ja, oder... Okay. Ich habe schon Menschen gesehen, die das erste Mal versucht haben. Ah, gut, ne? Alkohol verschotten ist hier bierfrei. Verschütten. Ja, das Kiste, ne? Küste. So, ich finde es schön, dass manche Spieler dann auch einfach, genau, zum Beispiel Biene hat beim Spielen so ein Lächeln im Gesicht. Das macht super viel Spaß. Biene hat immer ein Lächeln im Gesicht. Ich habe sie hier noch nicht einmal an dem ganzen Wochenende gesehen, wo sie nicht am Lächeln war. Im Spiel finde ich schon überragend. Über die rechte Seite bei den Fingers. Ja. Es lässt sich so ein kleines Schema erkennen, dass, ne, gefühlt sind die meisten Würfe von den Mingers alle kurz. Ein Heber war bislang bei. Ja, stimmt. Aber die gehen halt echt, also über beide Seiten. So, du kannst da null eine Schwachstelle ausmachen. Du kannst da niemanden werfen lassen. Nee, und vor allem. Ich meine, ihr zwei Süßen seid aber auch die ganze Zeit am Lächeln. Das sind wir, oder? Ja, wir freuen uns auch. Ja, bei mir täuscht das, weil ich die Augen so klein machen muss. Stimmt, das ist aber tatsächlich ein bisschen wahr. Ja, war Luxusproblem mit der Sandblende. Oh, ja. Guck mal, hat sie gehört? Ich glaube, sie hat es gehört gerade. Ja, und da kommt der Erste auch schon wieder lang. Tatsache. Ja, wir sollten nicht so laut sein. Na, kann ich nicht. Schwierig. Ich wollte gerade sagen, leise ist nicht. Leise gibt es hier heute schöne nicht mehr. Schöne Passtäuschung, ja, rüber auch noch mal durch. Und dann reingemacht. Die Wings der Turtles sind aber auch eiskalt bisher. Auch das möchte ich unterschreiben. Ist so. Das ist. Ach ja. Haben die schon Fehlwurf gemacht? Sie haben noch nicht so viel davon gemacht. Bisschen Tiki-Taka und dann eine schöne Bananenflanke. Das. Ja. Kann man mal ausprobieren? Aber ich mag's hier. Leute, ihr kommt in das Twitch-Ding rein. Auf jeden. Wir kriegen ein bisschen mehr Interaktion. Jawohl, da geht's. Jetzt kann ich einfach mal sagen, gut, da kriegen meine Kalbis das nochmal den Ball und... Sehr schön. Kuhle gönnt nicht. Also, oder, naja, Torfrau hält. Also, ich glaube, die Kuhle hat schon gegönnt, da ging er recht. Ja, okay, in die Richtung, aber ja. Ich weiß nicht, ob da, also, ja. Kuhle hat eher so Beachvolleyball-mäßig gegönnt und nicht so Beachhandball-mäßig. So, und da ist die erste Halbzeit vorbei, plus 10 für deine Favoriten, die Mingers. Ja, aber trotzdem, also jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen die Kalbis pushen. Mädels, da ist noch was drin. Wir hören trotzdem bei den Turtles rein. Am Ende war das zu schwach. Wir müssen die Mitte kompakter halten und die Außen überwerfen lassen. Weil wenn der Schulter bei mir steht, ich kann nicht mehr reinrücken. Ja. Jetzt auf der anderen Seite, weil die Wechselseite wechselt, ja. Ist ein ganz normales Schauen System. Wir mal. Ja. Ja? Ja. Aber komm, mehr Konstanz vorne. Wir reden mehr von du kannst auf jeden Fall als Camper spielen und bei mir eher 1 gegen 1 oder die System. Ja. Genau, wenn die rausgehen. Und die ersten Schlägen gehen jetzt wieder langsam. Ja. Und wenn du eine Lücke siehst, geht doch bitte auch durch. Ja, ja. Sonst passiert ja, dann nicht mehr bei denen. Ja, ich weiß. Auf geht's, jetzt kommen 10 Minuten noch was. Oh, das könnte noch knapp werden, ey. Ich wünsche es mir so arg. Es tut mir ja leid, enttäuschen zu müssen. Was? Aber der Halbzeit-Tornado ging schon. Ja, aber das war doch kein Tornado. Du musst es ja atmen zwischendurch. Im Tornado kommt ja die Luft in der Mitte aus der Flasche. Ach so, das heißt, du meinst, sie soll noch einen nehmen. Ja, das gut. Aber also, entweder... Ein drauf. Gasson, bitte zwei neue. Stopp, eins. Ich habe gerade angefangen. Aber für dich kannst du auch gern zwei nehmen, ne? Du hast auch gleich noch ein Spiel. Ja, da denke ich mal, dass Müdi mitdenkt. Das kriegen wir hin. Auch wahr. So. Ey, Müli und Müdi ist wirklich so nah zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch das reingeschrieben hat gestern, aber seitdem verstehe ich immer nur noch Müdi und nicht mehr Müli. Oh. Gonzo, das ist das Finale. 100%ig ist das Finale. Tornado und weg. Ja. Ja, stimmt, ich musste einmal, musste ich kurz ansetzen. Habe ich noch nicht ausgekugelt. Ja. Ah, kriegen ich traue dir das schon noch zu. Ja, klar. Also irgendwann, so. Es gibt nichts, was man, ne? Man kann alles lernen. Ja, ja. So, jetzt aber zweite Halbzeit. So, die Turtles holen sich jetzt erstmal den Ball und oh. Jawohl.
Genau, erstmal kleiner Pfostentreffer zum Start. Aber hast du gehört, wie das geknallt hat? Da saß einiges dahinter. Du, finde ich vollkommen in Ordnung. Yay, danke sehr. Müdi denkt mit. Ja, danke, danke. Gaston reagiert. Ich pack die mal hier. Hast du den direkt? Ja, sehr gut. Ja, na sicher. Da gibt es einen Blick nach hinten und dann passt das schon. Schöner Pass im Rücken. Jawohl. Gegen den Doppelblock. Traumhaft. Vergiss nicht, die letzten beiden Spiele, die die Kalpis gewonnen haben, alle im Shootout. Alle im Shootout. Dann, erste Halbzeit immer verloren. Okay. Ja, also, beliebt, Freunde, beliebt. Nice. Ja, voll. Darf ich meine Wasserflasche dann irgendwann wieder haben, damit ich sie gleich nicht vergesse? Danke sehr. Na klar. Damit du sie nicht vergisst. Ja, gut. Unordnung und so. Und hier ist noch meine Maske. Ja, nachdem wir gestern den Anratzer von Ernie bekommen haben, dass wir hier einen Saustall hinterlassen haben und aufräumen müssen. Heute ein bisschen recht reflektiert, sage ich zurecht. Ja. Deutlich, gibt es noch mehr? So, 6-Meter-Wurf. Nee. Nee. Okay. Für 6-Meter-Wurf für die Kai Piranhas. Oh! Wow! Da ist das Ding! Da ist das drin, Ding. Ja. So, Schiri, pfeif ab! Aha, das kriegen sie jetzt auch noch über die Zeit vielleicht. Mal gucken. Wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall fürs Shootout. Ich habe so wenige Shootouts gesehen. Aber jetzt... Lena steht als Einzige bis jetzt auf unserer MVP-Liste. Haut mal rein, was ihr noch so denkt, wen ihr da vielleicht zur Abstimmung gleich haben wollt. Wem wir hier dann zur deutschen Meisterschaft oder Vizemeisterschaft, was ja auch mega ist. Ja, das sehe ich gar nicht gerne, was da gerade passiert. Die Spielmacherin der Turtles, gucke ich gleich mal. Was ist passiert? Ja, Ausgleich. Ja, okay. Ich möchte ja ein richtig spannendes Ding sehen und am liebsten auch nochmal einen Shootout. Ja, oh, da hätte ich ja richtig Bock drauf. Doppelblock mit das passte perfekt. Eugler 6 ist jetzt Trooper. Wir freuen uns. Kara, ist Kara die mit dir? Ich habe gerade schon wieder ein Team geschaut. Und Eugler, damit bist du auch offiziell cool. Officially cool. Schön. Jawohl. Auch gut gemacht. Da sind sie wieder. Ich sag's dir. Ja, ja. Ich sag's dir, die kommen noch. Ich bin ja... So. Kriegen gleich die 8. Luft. Und dann geht das richtig ab. Ja, jetzt kann er auch schon mal. Ich wollte gerade sagen, Arm war oben. Wollen wir die 18, Amelie und Kara die 15 von den Kaipis. Okay. So. Geht das hier? Auch ja. Da sind sie wieder, die 4 Punkte vorne. Jetzt sag ich nochmal Schiri, pfeif ab. Das wird nicht, das... Nee, wie gesagt, lasst es doch mal locker laufen. Habt doch mal Vertrauen in die Mädels. Ich vertraue in meine Mädels. Siehst du ja. Ja, voll. Der war jetzt ein bisschen ärgerlich, da war sie schon ganz gut durch. Akkuwechsel. Aber trifft ihn dann leider nicht. Oh, was war da? Ein bisschen Kontakt war schon da. Alles gut. Schade, der abgelegt. Der war knapp. So schön mit rechts abgesprungen. Ja, sie musste mit links den Schritt, wollte sie eigentlich machen, aber dann wäre sie eingetreten. Auch gut freigespielt da. Ja. Schön gesehen, dass Biene hochspringt, unten durchgelegt. Voll. Ja. Das ist aber auch so ein Ding, ne? Der Torraum wird ja auch immer wieder abgezogen. Dadurch hast du da auch einfach wenig cool. Ja, die sich vielleicht in einem Spiel so ergeben. Mal gucken. Ja, schade. Aber ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder euch, Chat. Es gibt so manche Torhüter in diesem Turnier, auch über dieses Wochenende, die sich gerne mal eine kleine Sandburg links oder rechts neben dem Pfosten bauen. Weil sie den Sand dann so nach außen schieben? Mhm. Damit aber dann gegebenenfalls, sollten sie nicht ganz rankommen, dann nochmal einen Schritt wieder, wenn man nicht über die Linie geht. Ja, okay, ja? I see. So, hier jetzt eigentlich der schnelle Pass, aber nicht schnell genug. Da war die Abwehr dann auch da. Ja, wieder über die linke Seite. Boah, ey, ich hätte super gerne Quote von den beiden Flügel oder von der Flügelzange da von den Turtles. Das ist einfach stark. Oh, super abgefangen.
Und jetzt, genau, fängst du den Ball einfach. Ja, schön. Dann ruhig gespielt. Einfach mal genau richtig antizipiert. Und noch nicht mal abklatschen lassen, sondern einfach gefangen. Ja, ja, genau. Entscheidung. Oh, ganz kleiner Winkel. Shooterin macht ihn dann kurz rein. Lasse, nein. Nein, Punkt. So, warum hat er den Ball gerollt? Rollen ist wie Tippen. Genau. In der Halle und wir hören kurz rein. Ja, ich würde mal Fake-Shooter beibehalten und Ungarn auf jeden Fall. Ja, und Paula, wenn du bei der Linksabwehrspielerin von denen, wenn du dort außen stehst, Lena, du kannst komplett durch. Das stimmt. Du kannst bis an Paula rein und immer komplett durch. Ja. Das ist gut. Und wenn wir mit Tempo kommen, dann haben wir viel mehr den Spielfluss drin. Ja, aber die bewegen sich eigentlich nicht so schnell. Ihr müsst vorne mehr Tempo machen, dann sind die auch langsam. Dann seid ihr deutsch. Und jetzt hat er es auch im Griff. Hinten in der Abwehr einfach mit Arm und Beine. Und schneller schieben. Schneller schieben auf die Ballseite. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, müsst ihr kotzen. Ey, komm, Vollgas! Ansage. Ich muss kurz sagen, Paul Leimann, ja, Teamsport bei Twitch, du bist gelandet bei den deutschen Meisterschaften im Beachhandball im Finalspiel der Damen. Also bleib dran, gleich kommen noch die Herren. Gute Sache. Ich wollte sagen, und wie du es gerade gehört hast, zur Not bis zum Kotzen und darüber hinaus. 5 Minuten noch. Ja, ich, das ist mal eine ganz, ganz klare Ansage. Ja, aber da weiß man halt auch tatsächlich, wie es den Mädels geht. So da, ja. Also da geht jetzt langsam was auf Grundeis. Ja, die kämpfen alle hier gerade. Genau. Alle, wie sie hier auf der Platte sind. Ja. Genau. Sind eigentlich schon über den Reservepunkt hinaus. Ich auch. Es war jetzt auch nicht super lange Pause zwischen dem Halbfinale und dem Finale. Nee. Ein, zwei Spiele vielleicht. Habe auch gesehen, einige sind auch gar nicht mehr zurückgefahren. Die blieben dann hier direkt vor der Anlage und haben einfach ein bisschen geschlafen, ein bisschen regeneriert, was gegessen. Voll, richtig viele Mannschaften schon abgereist. Guter Aufwechsel, aber ja. Kann's geben. Das war leider eindeutig. Ja, genau. Aber es sind also jetzt auch... Ja, nö. Leider für dich dann, ne? Ich sag, nein, ich möchte den Shootout. Möchte ich auch, weil dann weiß ich, wer deutscher Meister ist. Ich lege mich da fest. Quatsch. Ich lege mich da fest. Gar nicht. Bei den Herren spielen gleich. Die St. Devils gegen Beach and the Gang. Das ist ja mein absolutes Traumfinale. Ja. Das ist auch, wo du sagen kannst, die erfahrensten Mannschaften bei den Männern sind im Finale. Ja. Ja. Absolute Ikonen, es ist... Und hier setzt sich gerade diejenige Mannschaft durch, die noch, die letzten 80 Kilometer auf der Nadel schneller runterreißen kann. Ja, also Geschwindigkeit, wer jetzt das nochmal schafft, ein bisschen Tempo hier reinzukriegen. Oh, guck dir das an, was sie da macht, die Beinarbeit, ne? Ah, schön. Jetzt noch. Aber gut, dafür, dass sie hier vorne eigentlich gerade schon echt unter Druck waren, haben sie es dann gut rausgespielt, den Ball nicht weggeworfen. Und dann halt wirklich einfach danach das Tor gemacht. Hast du die Beinarbeit gesehen? Vorhin, sie sagt schon, ne, auf der letzten Rille und dann haut sie hier nochmal kurze Steps raus. Und die Drehung. Ah, okay. Drüber, oh. Da wird auch gar nicht mehr nach dem Ball geguckt, sondern direkt der nächste genommen. Das kann jetzt natürlich auch ein Faktor sein. Ja, Energieverlust. Ja, Drehung brauchst Energie, Sprung brauchst Energie und dann natürlich auch noch der konzentrierte Abschluss. Ja, jetzt geht es nochmal zusammenzureißen. Wieder der Block dran. Macht sie den Leckofatzgoy. Ist das eine gute Abwehr, die sie da gerade spielt? Kannst du nichts gegen sagen. Und auch. Oha. Haben wir noch einen KIPI-MVP-Kandidatin? Ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Wen hast du da dann bislang? KIPIs? Ja. Aber, 35 von den KIPIs wird hier reingeworfen. Gibt nicht. Die 8, Tabea, ja, nehme ich auf und dann geben wir das rüber. Oder hast du Einwände? Nö, ne? Nö, mach mal. Da ist sie. Danke sehr. Jetzt. Was passiert? Wurden schon wieder bei Lucy vorbei? Ja, und Lucy sagt einfach mal genau bis hierhin und stopp. Schön weggeblockt. Ja, aber guck. Da fängt sie den. Hast du Lucy auch mit auf dem Zettel stehen? Nee, ich hab sie nicht. Sie war aber auch schon 3-mal oder so. Ah, Lucy war schon. Okay. Ja, die 33 ist stark, keine Frage. Ohne auch ultra sympathisch im Interview, richtig cool. Hatten wir jetzt aber tatsächlich 3-mal und ihre Leistung können wir einfach so stehen lassen. Ja.
Sie spielt krasse Abwehr, sie spielt mega gut. Genau, trotzdem freuen wir uns auch nochmal, die ein oder andere Meinung von den Mädels zu hören. Ist natürlich dann auch die Frage, ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit über Lucy spielst, auf über die Seite, ob sie dann nicht mal. Ist, ja, ob dann vielleicht mal so ein kleiner Taktikwechsel angesetzt ist, dass vielleicht der Kreislauf immer auf der anderen Seite ist, die Shooterin auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Weil jetzt die letzten 4-5 Angriffe der Kalpis hat sie ja nun wirklich. 2 Minuten, 4 Punkte, sprich 2 Tore. Verhindert. 3. Ei. Und jetzt musst du dir was einfallen lassen. Das sind jetzt plus 6. Ja, jetzt hilft nur noch Run and Gun. Schnell, schnell. Also mach, seh zu, dass du möglichst schnell die klaren Tore machst. Den Ball kriegst du schon noch 4-5 Mal wahrscheinlich. Ja, aber nicht so viel spielen. Du musst ja auch auf deine Energie achten. So, jetzt haben sie langsam gewechselt, sind langsam draußen, weil sie den Ball noch ein bisschen hinterher geguckt haben. Gut für die Mingas. Gut für Dani, Mädels. Ja, oder? Ja. Ja, na klar. Ach ja, voll. Doch, ich freue mich mega, ist sehr cool. War halt aber auch gerade jetzt, merkst du, ein bisschen fahrig. Auch. Ja, schön. Okay. Sie hast auch gesehen, wie viel Platz dann da doch irgendwie auch auf der Seite manchmal ist. Ja, okay. MVP-Abstimmung ist drin. So, wir haben die letzten 50 Sekunden des Finals der deutschen Meisterschaft im Beachhandball der Frauen. Und Lotta jetzt sich durch in der Mitte. Einfacher Wackler, links, rechts. Langsam, wie hier die Mundwinkel auf unserer Seite echt hochgehen. Da gibt es den 7 Meter, und dann noch die Hinausstellung. Ja. Genau, du stimmst ab, indem du eine Zahl in den Chat haust, 1, 2, 3 oder 4. Meines Wissens musst du angemeldet sein dafür. Dann funktioniert das. Euler, fast übersehen. Ey, danke dir für den Prime und der Becher 95 natürlich auch im 5. Monat. Und da sind wir nochmal der Anschluss. Mal die Ergebniskosmetik für die Kalpis. Oha, ja. Da gönnt nochmal die Kamera. Und da nochmal der Spin stark gehalten. Da macht Biene nochmal ein kurzes Statement. Ja, los Mädels, geht nochmal voll drauf. Ja, genau. Ja, alles oder nichts. Ist jetzt so 10 Sekunden plus 6 für die Mingas. Ich denke, da wird sich nicht mehr allzu viel ändern. Das heißt, wir werden hier. Boah. Wahnsinn. Den nächsten. Was passiert? Ja, mit reingesprungen geht nochmal ein Strafwurf. Aber war auch richtig rausgefischt, den Ball. Also da berührt sie wahrscheinlich die Gegenspielerin. Ich vermute mal, dass der nächste deutsche Meister im Beachhandball aus dem Süden Deutschlands kommt. Und das sind die Minga-Turtles. Herzlichen Glückwunsch. Souveräne Leistung im Finale. Ja, 2-0 in den Sätzen, aber auch Respekt an die Kalpis, die sich immer über das Turnier wieder reingekämpft haben. Aber wir gönnen uns jetzt erstmal den Augenblick. Ja, auch absolut fairen Applaus von den Kalpiranias. Sicher. Das war stabil, genau hier im Chat. Claps, GG, alles raus, was ihr habt. Die Damen sind damit offiziell durch. Ja. Wir haben einen deutschen Meister 2021. Verdient. 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 Aus Gründen. Gesagt, ich hab's ja gestern schon. Ich hab nichts verstanden. Doch, jetzt, ich muss jetzt auch sagen, verdient. Ja, doch, also wie gesagt, gerade die sind so sicher, da kannst du niemanden werfen lassen. Das ist ganz, ganz großes Kino. Und deshalb freuen die sich auch zurecht. Langes Turnier, doch schon viele Spiele, da auch echt die Glückwünsche jeder Einzelnen. Oh, Konfetti fände ich noch toll. Konfetti fände ich noch toll. Vielleicht können wir die Unicorns fragen, ob sie noch ein bisschen... Meinst du, jetzt eine Konfetti-Kanone auf dem Platz? Die Unicorns haben eigentlich immer... Glitzer dabei? Ja, ja. Dennis! Dennis ist der Trainer der Unicorns. Dennis, bring mal ein bisschen Glitzer hier vorbei, bitte. Oh, ich würde mich freuen. Gulaschkanone besser. Ah, bei den Temperaturen hier gerade. Als Glitzer? Und drauf! So sieht das aus. So, wen haben wir denn hier jetzt als MVP? Das ist für mich nicht lesbar, weil ich bin alt. Ja, aber wir haben ja... Das ist für mich auch nicht lesbar. Ist das Lena? Jürgen, kannst du uns noch mal sagen, wer MVP war auf dem Z, also ganz oben?
Lena war das. Lena? Ja. Okay, perfekt. Danke. So, hier, die Mädels müssen jetzt noch einmal durch die Presse. Ja, na sicher. Ja, Fotos. Guck mal, wer ist alles da mit Fotos? DAB ist da mit Fotos. Natürlich ist Clara auch da. Jobs vor. So sieht richtig das nämlich aus. Dann holen wir uns gleich den MVP des Finals. Den das was? Den MVP des Finals. Ja. So sieht's aus. Die 17 war sie so fokussiert, das schönste Foto hier zu bekommen, dass auf jeden. Haben wir die 17? Gibt's die 17? Ja. Da. Ah, sie bekommt den Hut. Herzlichen Glückwunsch zum MVP und zum Titel. Ja. Möchtest du zuerst? Nö, fang mal an. Ja? Ich genieße. Ja, ich muss erstmal die raushauen. Jetzt schauen wir erstmal, dass sie gut im Bild ist. Guck mal, überall, Leute, Chat, wenn ihr das sehen könntet, ja, überall Kameras hier gerade. Ja, mit Recht und zu Recht und verdient. Ich werde ein bisschen lauter sprechen, dann kannst du aber einen Schritt zurückgehen, damit wir dich in der Kamera sehen. Damit auch ganz genau die Leute am Chat sehen, wer ist deutscher Meister geworden. Ey, Glückwunsch. Vielen Dank. Ey, war das eine souveräne Leistung oder war es keine? Ich denke schon, ja. Ja, also das ganze Turnier betrachtet, dass wir, glaube ich, nur einen Satz abgegeben haben gegen die Brüder im ersten Spiel. Starke Mannschaftsleistung von allen. Hast du heute einen Ball verworfen? Ja, habe ich. Nicht nur einen. Gefühlt nicht, ey, gefühlt nicht. Wollte sagen, erste Hälfte relativ deutlich, zweite Halbzeit, Kaipis stark begonnen. Ja, haben sie jetzt stark angefangen. Ihr wieder ausgeglichen, dann sind sie wieder einen Tick weggezogen, 4 Punkte. Und dann habt ihr einfach gesagt, scheiß drauf, zur Not bis zum Kotzen. Ja, so ähnlich, ja. So war auch der Plan von Anfang an. Ich glaube, ziemlich genauso. Ja, also klar, die Kaipis haben die erste Hälfte, haben wir einfach mehr Dinger reingemacht. Dafür die Kaipis am Anfang der zweiten Halbzeit sehr stark, gerade auch über den Kreis. Aber wir sind einfach dran geblieben, haben nicht aufgegeben und am Ende das Ding dann noch sicher nach Hause gebracht. Auf jeden. Und jetzt geht's gleich den Pokal hochhalten und dann mit Füllung? Oder habt ihr schon eine Füllung da für den Pokal? Ja, ein bisschen was haben wir noch. Ja, perfekt. Hab ich schon vorgesagt. Noch ein paar Reste oder was Neues? Ne, ein paar Reste, passt schon. Geht's heute dann wieder nach Hause oder bleibt ihr noch hier? Ja, mal schauen, was der Plan ist. Hatten wir jetzt okay, noch nicht so geklärt. Noch, okay. Also, Gruß an die Düsseldorfer Altstadt. Macht die Kneipen auf. Da ist kommen ein paar Mädels vorbei, die haben richtig Bock heute. Ja, Bock haben wir. Feiert euch, es ist absolut verdient. Ihr habt ein überragendes Turnier gespielt. Dankeschön. Danke, dass ihr da wart. Hey, mega cool. Hey, mit Recht. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal, ja? Danke. Und viel Spaß bei was immer ihr auch heute Abend machen werdet. Ja. Dankeschön. Lieben Gruß an die Mädels. Und nochmal, Glückwunsch an euch. Dankeschön. Super, danke dir, Lena. Ciao. Du kannst mir einfach hochgeben, genau. Ey, Leute, ist das geil? Ist das geil? Ja, wir haben noch keine Pläne gemacht, aber im Zweifel gehen wir einfach mal hier in Düsseldorf in die Altstadt, holen uns noch mal einen kleinen Test. Ey, hier zum Feier geht's besser nach Köln, muss ich als Kölnerin schon auch sagen, ne? Ich nehme die mit, kein Problem. Oha. Tourguide. So sieht das aus. Ich möchte, dass du noch kurz was dazu sagst, was hier gerade reingeflattert ist. Ja, Kinder, immer gut aufs Geld aufpassen. X-Nix, haut einfach nochmal, nicht 10, nicht 20, sondern einfach mal 200 Flocken hier auf dem Tisch. Danke, ist das eine danke. Geile Nummer. Ey, Gönnung, GG an dich. So, in ja, dir das wird auf jeden Fall geht raus. Ehre. 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 Beides, alles, was du willst, geht raus an dich. Oi, Mamo. Maschallah. Okay, Abbruch, Freunde. Es war mir ein Fest. Ich freue mich mega, dass ich hier war. Ich wünsche euch jetzt noch ein überragendes Finale. Vielleicht mein Traumfinale, könnte sein. Habt Spaß und mal sehen, ob wir uns noch mal sehen. Irgendwo, ja, wir sehen uns gleich auf jeden Fall noch auf der Couch. Also wir auf jeden Fall und ihr seht John auch natürlich auch noch auf der Couch. Ja. Wir sehen uns, freue ich mich. Auf jetzt. Trinkt ein Bier, ne? Ja, ich habe noch ein zweites. Passt. So, Leute. Lieber Chat, jetzt haben wir es. Finale Männer. Ja, Sand Devils gegen Beach and the Gang. Würde ich jetzt einfach mal damit titulieren, Erfahrung setzt sich durch. Meiner Meinung nach mit die erfahrensten, den aktuellen deutschen Meister natürlich hier, als auch die Sand Devils, die bislang überzeugt haben. Mühli ist auch am Start. Hast du dir keine, was ist los mit dir? Nein, ich habe kein Kaltschalengetränk. Warum nicht? Ich habe gerade gut gegessen. Ja, das macht am nächsten. Und ich möchte das gerne in meinem Magen behalten. Ja, das ist verständlich, oder? Ja, aber auch das ist ja eine reine Trainingssache, ne? Ja, du kennst das ja. Ja, eben, deshalb sage ich auch nur. Ne? So. Trinke ich auf dich, mein Freund? Hier haben wir schon mal The Gang. Und irgendwo haben wir hier auch noch unter den ganz vielen Zetteln
Oder was meinst du, auf welche Leute müssen wir jetzt hier gerade im Finale achten? Hm? Ja, bei den Devils haben wir den Herrn Woltering. Aber wohl auch den Prüßner, der ist bisher, ich glaube, Topscorer im ganzen Turnier mit der Nummer 1. Ich wollte sagen, den Herr Woltering, der gerade noch in der Mitte des Feldes steht. Ja. Die Arme noch ein bisschen abstützt, weil die einfach zu schwer sind. Ja, da sehen wir nochmal die ganze Aufstellung. Also, da haben wir schon mal die erste. Ja. Auf der anderen Seite mit der 18 haben wir